Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Journey of Life. Ja, und wir haben, mal eben gucken. Jawohl, unsere Sachen haben wir noch. In der letzten Folge haben wir hier diesen primitiven Backpack gebaut und ein paar Äxte. So, und wir erkunden jetzt einfach mal die Welt. So ein bisschen, bevor wir überhaupt anfangen zu bauen. Ja, und ich bin tatsächlich in der letzten Folge verdurstet. Ich habe nicht darauf geachtet, etwas zu trinken. Nein, das ist nicht richtig. Das denn richtig? Das so. So. Wieso habe ich denn meine Axt nicht? Falsche Hand? Eigentlich doch nicht, oder? Jetzt ist richtig. Ja, okay. Aha. Also das könnten wir jetzt alles aufheben, aber das bringt alles nicht, weil wir nur einen stapeln können. Oder gehen da mehr rein auf einen Stapel? Ne, leider nicht. Dann lassen wir es einfach nochmal liegen. Wir wissen, wie es geht. Kümmern wir uns erstmal um Essen und Trinken. Was machen die denn hier? Wo habe ich die jetzt schon? Nö. Umgebung, liegen die denn hier rum? Nein, auch. Muss man eben gucken, wie man. Wie lege ich denn? Warte.
Ich überlege gerade, wie ich die Waffe aus der Hand lege. Benutzen. Ah ja, gut, die kann man einfach so. Wir essen ganze Kokosnüsse. Alles klar. Das. Ein Rohr nach Palm Tube. Doch, dann essen wir erstmal noch mal eine Kokosnuss. Gut. So, alles klar. Also wie gesagt, wir können aus der Umgebung rausbauen. Nearby zeigt dann immer alles an, was in der näheren Umgebung um mich herum praktisch rumliegt. Und das können wir dann auch benutzen oder einsammeln. Und wie gesagt, wir müssen mal zusehen, gucken, ob wir irgendwie was Besseres bauen können, dass wir noch mehr Platz haben. Aber das müssen wir dann erstmal sehen. Crafting. Waffen. Was brauchen wir für einen Bogen? Zweimal Fiber Rope und Long Solid Stick haben wir. Haben wir hier einen Long, nee. Und zweimal Fiber Rope, alles klar. Das können wir erstmal wegschmeißen. Was ist das? Palmleaf brauchen wir im Moment nicht. Kriegen wir reichlich so zusammen. Gut. Alles klar. Na, was haben wir denn da rumhüpfen? Krebse. Vögelchen. Was können wir hier aufheben? Muscheln. Kann man die essen? Mal mitnehmen, müssen wir mal gucken, was wir damit bauen können. Aha, hier haben wir Wasser. Können wir das trinken? Ja, anscheinend nicht.
Dann ist das wahrscheinlich Salzwasser und das lässt sich nicht trinken. Gut. Haben wir denn Fischis? Alles klar. Dann nehmen wir uns lieber noch eine Kokosnuss mit. So, haben wir noch mehr Platz für eine Kokosnuss? Einmal gucken, Inventar. Müssen wir auch mal gucken, was wir damit bauen können, mit dem Palm Tube. Das ist doch eine Röhre. Das scheint ein Rohr zu sein. Ein Blasrohr eventuell. Oder irgendwas für Wasserleitungen oder wer weiß was. Weiß ja, wie gesagt, nicht, was man hier alles machen kann in dem Spiel. So, Kokosnüsse sind genug da. So gefährliche Tiere habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Muss ich denn beide Hände frei haben? Den Wurm, den schmeißen wir auch erstmal weg. Fokus da. Gottfutter, ja. So. Vögelchen. Vögelchen. Oh, da haben wir eine Schlucht, eine kleine. Hier ist auch wieder das Meer.
Und wird's jetzt dunkel? Ja, muss ich noch rauskriegen, wie man dann Sachen aus der Hand auslegt, damit man auch dann was holt, geht und so. Das weiß ich nicht. Bin ich hier schon wieder am Wasser? Ja, so optisch ist das ja schon recht klasse, das Spiel, finde ich. Aber jetzt wird es dunkel. Ach, hier können wir. Boah, Moment. Wir brauchen hier noch was für den Bogen. Können wir erstmal Crafting? Fiber Rope. Genau, craften. Auch mehr kann ich jetzt im Moment nicht tragen. Der Muschel weiß ich noch nicht. Die Pipe haben wir auch noch dabei. Ja. Aber dann müssen wir erstmal gucken. Waffen. So, das haben wir jetzt. Jetzt fehlt noch Long Solid Stick. Und Federn. Sharp Dogs. Ja, da müssen wir noch ein bisschen fummeln. Feuer. Werkbank. Fiber Rope haben wir. Great Solid. Für die Werkbank. Töpfern ist halt anscheinend. Stellplatte. Töpfern. Schnell. Airchamber. Jo, das ist einiges. Das ist klar. Feuer und die Werkbank. Waffen ist klar. Bogen, Pfeile, Messer. Gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Die Kokosnuss haben wir noch zwei Stück, jawohl. Ja, ich meine, wir hätten jetzt schneller Durst als vorher. Ich habe das ja, wie gesagt, ganz zu Anfang mal gespielt und habe dann gemerkt, dass ich nicht zurechtkomme, weil Feuer und Werkbank nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, okay.
Dann warten wir das ganze Spiel mal noch ein bisschen ab. Oh, was gibt's hier zum Aufheben? Bedrock. Ja, wir müssen die Pipe mal wegschmeißen. Das ist Blödsinn. Und dann nehmen wir. Das ist trockenes Holz fürs Feuer wahrscheinlich. So. Aber Durst haben wir schnell. Dann hauen wir uns mal lieber noch sofort. Ja, die machen das ganz gut, die Kokosnüsse. Gibt's hier wieder? Hauptsächlich Fiber Rope, Plants Fiber, also Pflanzenfasern. Ich tue ja perfekt Englisch sprechen tun. Möchte jetzt auch nicht einfach hier in der Wildnis mittendrin irgendwo ein Feuer setzen. Gibt's hier? Auch immer nur zwei. Davon kann ich auch nur zwei machen. Aber was können wir denn basteln? Lass uns auch mal gucken. Okay, so ein Hammer brauchen wir sowieso. Craften. Um Bergbänke und sowas zu bauen. So, dann gucken wir bei den Waffen mal eben um. Bogen. Ne, den Stock haben wir noch nicht. Dann gucken wir mal den Grund bei den Grundkräften. Kräften. Waffen. Short Solid Stick. Ja, toll. Kann man die stapeln? Natürlich wieder nicht. Also, ich habe auch schon mal versucht, aber das ging fürchterlich in die Hose. Da hatte ich dann hinterher Probleme. Da war mein ganzes Zeug nämlich weg. Und zwar einen Rucksack in den Rucksack zu packen. Das heißt also, einen gefüllten Rucksack in einen Rucksack zu packen. Und das ging schief. Irgendwann mit ein bisschen minderwertigen Zeug werde ich das nochmal probieren, ob das mittlerweile funktioniert. Aber da möchte ich mich jetzt im Moment nicht drauf verlassen. Also wir brauchen noch einen kurzen Stock und für den Bogen Pfeile. Federn haben wir noch nicht, ne? Haben wir zwar alle für zusammen, aber wir haben noch keine Federn. Und den Bogen brauchen wir noch einen geraden, soliden Stock. Okay. Können wir denn eine Fackel bauen? Aber dann haben wir schon wieder, fehlt uns noch der Feuerstarter, ne? Crafting, mal eben gucken. Drywood Base. Eine Schaufel.
Mal gucken, ob wir noch irgendwas freigeschaltet kriegen. Ja, uns fehlt der Bock. Kann man nicht zusammenlegen. Alles klar. Raus hier. So, jetzt irre ich hier natürlich im Dunkeln rum. Was können wir denn hier aufheben? Federn. Drop. Nehmen wir die Federn. Ja, die Kokosnuss können wir auch mal eben wieder essen. Ja, mein lieber PVB, okay, wenn du das hier siehst, ich hoffe, ich kriege nicht wie du dann Kackerei von den ganzen Kokosnüssen, die ich hier esse. Aber ich glaube, mir geht es hier mit den Kokosnüssen etwas besser als wie mit dir. Weapons. Arrows. Dann bauen wir halt schon mal ein paar Pfeile. Kräften. So, wie viele Pfeile sind das jetzt? Aber wie viel sind das? 3 Stück? Ja. So, dann können wir den Stein erstmal wieder mitnehmen. Also, das muss man echt mal sagen. So, mit dem Inventar, mit dem Platz, da ist keiner so richtig großzügig mal. Nearby ist nichts. Kokosnuss. Einmal gucken. Ne, hier war keine Kokosnuss bei. Haben wir hier rumliegen nichts? Was gibt's hier? Was? Sind wir wieder im Kreis gelaufen? Jo. Anscheinend. So, was gibt's denn hier? Oder sieht das nur interessant aus? Da ist nichts. Insel. Jo, meine lieben Freunde. Dann werde ich mich jetzt auch mal einmal von euch verabschieden. Ja, es geht langsam voran. Wir müssen uns an die ganze Sache erstmal rantasten. Ich glaube, hier haben wir eine halbe Stunde Tag, eine halbe Stunde Nacht. Und was Gefährliches ist mir bis jetzt noch nicht begegnet. Und dann warten wir jetzt einfach mal auf die nächste Folge. Und ich sage Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich bin einmal raus. Tschüss.